So, und damit willkommen zum alternativen, also zum zweiten Ende, könnte man eher sagen, in den Punkte von Kursk. In den Punkten, in dem Video wollte ich ja darstellen, halt eben wie das andere, also das zweite Ende ausgeht, in den Punkten, bevor wir uns da jetzt abschließen mit dem Finale. Und das werden wir auch tun, statt rauszuschwimmen aus dem Wrack, wie wir es jetzt im vorigen Video getan haben. Wenn wir jetzt in dem Video dann so weit gehen, dass wir sagen, wir folgen mal dem Kollegen damit in die 9. Abteilung und schauen wir mal, ob wir überhaupt gerettet werden. Also wenn man dem geschichtlichen Ereignis nachgeht, sollte das eigentlich nicht der Fall sein. Da müsste man dann eigentlich in den Punkte drauf gehen, weil, ja, so war es ja leider Gottes. So, wir setzen hier nochmal an. Как ты выжил? Мы думали, из этих отсеков никто не уцелел. Wir waren sicher, es sind noch andere hier? Niemand? Нет. Со мной еще ребята. Они в 9-м отсеке стучат по корпусу. Нас будут искать. Рано или поздно они нас услышат. Да ничего. Мы не можем сдвинуть вентиль, уже все перепробовали. Я пришел сюда за инструментами, но... Не спрашивай. Хорошо, хоть тебя нашел. Пошли. Этот отсек скоро затопит. Что? So, wir gehen jetzt direkt mit ihm mit. Ich bin mal gespannt, wo wir da hinkommen. Зараза. Verdammt, ich konnte das passende Werkzeug nicht finden. Дальше восьмого отсека я не пойду. Ich gehe nicht weiter als bis zur Abteilung 8. Es ist viel zu gefährlich und sie wird bald überflutet werden. Зато еще уцелевший нашелся. Один из инженеров. Он нам до этого помог с турбиной. Здорово. Повезло тебе. Мы думали, там вообще все полегли. Das werden wir noch sehen, es sieht nicht allzu gut aus. Ну, по крайней мере, мы живы. 23 человека. Мы перебрались в этот отсек после второго взрыва. Нет. Может, рванула практическая торпеда. Или по нам выстрелил вражеский корабль. Мы не знаем. Связь с центральным постом пропала с самого начала. Wurde auf uns geschossen? Was meinst du? Говорят, за нами шли две американские подлодки, но это только слухи. Wir haben keinen Strom, sind die Reaktoren beschädigt? Взрывная волна до них не дошла. Леха сразу же вырубил реактор и люк изнутри заблокировал. Все по инструкции. Капец, жалко пацана. Ему всего 19, прикинь? Сейчас он там уже все, не жилец. Пожертвовал собой ради нас. Плохо дело, да? Письмо же мне. Ein Brief an meine Frau und außerdem möchte ich der Marine eine Notiz hinterlassen. Командованию флота. Если мы погибнем, пусть wir sterben sollen, wenigstens wissen, dass die Jungs aus Abteilung 7 und 8 hier waren, dass sie eine Chance hatten. Achso, das ist der Dimitri Kolesnikov. In seiner Aufzeichnung haben sie nachher gefunden. Meine Ohren schmerzen wegen diesem furchtbaren Druck. Просто не верится. Я всегда мечтал попасть на Курск. Schlimm wollte ich die Kurs quellen, selbst ich hätte nicht gedacht, dass sie mein Grab sein würde. Weißt du, es gibt noch Hoffnung. Ja, du bist Нужно стараться быть на позитиве. Сахар, да? Надеюсь, кислорода нам хватит. Hoffentlich haben wir genug Sauerstoff. Да это бессмысленно, никто нас не услышит. Помолчи. Что еще нам остается? Пусть стучит. Scheiße, so langsam steigt das Wasser da immer höher. Vielleicht haben sie uns gefunden. Ich hoffe, sie schaffen es bald zu uns. Wir müssen Signale geben. По-моему, это трубы в других отсеках. У меня перепонки лопнули. Кислорода мало. Der Sauerstoff ist fast erschöpft. Öffne den nächsten Behälter. Осторожно.
Они взрываются. Возьмите эксперимент с пассажирским контактом. Jetzt. So, da haben wir aufgehängt. Okay. So. Und jetzt. Все стихло. Alles wieder ruhig, die lassen uns hier sterben. Может, они вернутся. Vielleicht kommen sie wieder. Gestern haben wir draußen Geräusche gehört. Может, это просто давление. Об этом ты не подумал. Vielleicht war das nur der Druck, hast du mal darüber nachgedacht? Ich weiß nicht, Viktor. Ich weiß es nicht. Кто-то пытается попасть внутрь. Сейчас das Abteilung 8 zu kommen. Ruhe. Тихо. Dieses Christus, lösch es! Wie das mal könnte. Okay. Die Kurs sank um 11.30 Uhr lokaler Zeit, nachdem es an Bord mehrere Explosionen gegeben hatte. Ja gut, das ist die klassische. Sie kam schließlich auf dem Grund der Barentssee in einer Tiefe von 108 Metern zum Liegen. 23 Männer konnten sich in die 9. Abteilung des Schiffs retten, wo sie vergeblich auf Rettungskräfte warteten. Die Katastrophe forderte insgesamt 118 Menschenleben. 3 Leichen wurden nie gefunden. Also sind wir Ende letzten Endes dann draufgegangen da unten. Aber das war ja das, was ich vermutet hatte, in dem Fall, dass das vorkommt. Na gut. Also das war jetzt halt eben die Grundstory über die ganze Sache halt eben. Ja, wie gesagt, also wenn man sich das Ganze so überlegt halt eben, also es war doch ganz gut, dass wir uns am Anfang eher für die Methode entschieden haben, dass wir da mit einem Tauchanzug wieder hochgegangen sind. Also deswegen, in dem Fall kann man sagen, wie man will, ja, es war die vernünftigere Lösung. Gut, dann sage ich wirklich jetzt an der Stelle danke fürs Zuschauen halt eben, wie gesagt, mit dem Zusatzvideo jetzt hier, mit dem alternativen Ende, wie ich es mal nenne, wo man einfach drauf geht, wie wir jetzt gerade gesehen haben. Ja, ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen, zuzuschauen halt eben, und ich hoffe, das kurze Video hat euch auch nochmal Einblick verschafft, was passieren würde, wenn man es anders macht. Ich freue mich schon aufs nächste Projekt halt eben, an dem ich euch wieder hier begrüßen kann halt eben, und würde mich auch wahnsinnig drüber freuen halt eben, wenn ihr da wieder dabei seid halt eben. Das heißt Let's Play, das nächste Game auf Kais Retro Games, und bis dato verbleibe ich euer zockender Verrückter. So, wie gesagt halt eben in dem Punkt, wenn alles genug weit gefallen hat, wieder ganz klar Däumchen nach oben, wenn nicht, Däumchen nach unten, abonnieren nicht vergessen, und Rezensionen, Kritiken, Ergänzungen und so weiter, alles bitte in die Kommentare. Gut, das war's dann auch dann für die ganze Geschichte mit Kursk. Damit sind wir mit dem Projekt durch. Und mal schauen, was uns da als nächstes dann auf den Plan tritt. Es bleibt also spannend, also bleibt dabei. Ich lasse den Abspann jetzt trotzdem noch durchrennen, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann!